lassen Sie es einfach. Oh, Nadahiro, sagt Ihnen dieser Name was? Ja, für mich hat er etwas mit Karl Lauterbach zusammen. Wer ist Onata Hiro? Den Namen kannte ich bisher auch nicht, beziehungsweise ich hatte ihn nicht mehr in Erinnerung. Ich wusste nur, dass es japanische Soldaten gab, die in Asien noch fast 30 Jahre über das Kriegsende hinaus weiter gekämpft haben, weil sie nicht mitbekommen haben, dass der Krieg bereits vorbei ist. Und einer von ihnen war Onata Hiro. Er wurde in den Philippinen entdeckt. Man musste schon 1955 gewusst haben, dass da etwas ist. Hat einen Suchtrupp geschickt. Der hat aber dann er und seine Leute, die da noch dabei waren, haben dann auf diesen Suchtrupp gefeuert. Und so fand man ihn nicht. So hat er noch 20 Jahre fast weiter Krieg geführt. Und erst Anfang der 70er Jahre wurde Onata Hiro dann gerettet. Und auch das machte er nur, weil man seinen ehemaligen Vorgesetzten gefunden hat, denn von jemand anderem als von seinem Vorgesetzten ließ er sich nicht ablösen. Also fast 30 Jahre über den Krieg hinaus gekämpft, weil er nicht mitbekommen hat, dass der Krieg zu Ende ist. Warum denke ich da bei ihm an Karl Lauterbach? Sie werden es ahnen, ich habe den Eindruck, unser Gesundheitsminister würde auch noch 30 Jahre weiter kämpfen gegen Corona, gegen eine Pandemie, auch wenn in Wirklichkeit schon alles vorbei ist. Und wir haben jetzt die neuen Zahlen. Ich habe einen neuen Gastbeitrag dazu auf meiner Seite von einer Gastautorin, die auch Medizinerin ist, Friederike Kleinfeld. Und sie bringt diese neuen Zahlen. Und wir haben zwar jetzt so viele Corona-Fälle wie noch nie, ist ja auch kein Wunder, wenn man immer testet. Der Jens Spahn hat ja früher schon gesagt, wenn wir ständig weiter testen, wenn wir die Geimpften auch noch testen, dann hört das Ganze gar nicht mehr auf. Das ist heute alles vergessen. Wir haben also jetzt eine Rekordzahl von Fällen und wir haben knapp unter 300 Todesfälle pro Woche. Und dabei einen Altersschnitt von 82 bzw. ein Altersmeridian von 85. Natürlich ist es so, dass jeder Mensch, auch ein sehr alter Mensch, dass das Leben gleich viel wert ist wie bei einem Jungen. Aber wenn man diese Zahl anschaut, wenn man es dann vergleicht, ich glaube täglich sterben, ich muss nachschauen, ich habe schon wieder vergessen, bevor ich was Falsches sage, etwa 3000 Menschen in Deutschland. Und hier haben wir wöchentlich eine Zahl von unter 300. Wir haben zum Höhepunkt der Corona-Raten hatten wir 6.434 Tote in der Woche. Jetzt sind es unter 300 und man macht so weiter, als habe sich nichts geändert, beziehungsweise als habe sich schon etwas geändert, aber als könne man nicht richtig alles aufheben, wie das in anderen Ländern passiert. Für mich ist das rätselhaft. Also ich weiß zum Beispiel, in Montenegro, da existiert Corona eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Alles aufgehoben, formell in den Lebensmittelläden noch eine Maskenpflicht, aber die war schon früher nicht so streng und ist es heute noch weniger und so auch in ganz vielen anderen Ländern. Aber unser Karl Lauterbach, der kämpft weiter wie der japanische Offizier und ich fürchte, er wird noch 30 Jahre weiter kämpfen, wenn man ihn nicht stoppt, wenn man keinen Suchtrupp losschickt, um das mal sozusagen, vielleicht ein Suchtrupp, dass man an seinen Kopf hinkommt. Ich hatte erst gestern eine Geschichte auf der Seite, wie er von die Wirklichkeit inzwischen völlig verstellt. Da war dieser Chef der Provita-Krankenkasse, der diese Analyse gebracht hat. Hatte eine sehr interessante Analyse über Impfnebenwirkungen, dass die millionenfach da sind. Den hat man daraufhin in einer Nacht- und Nebelaktion den Vorstand zusammengerufen, gefeuert. Und dann sagte Karl Lauterbach jetzt, ja, der musste ja zurücktreten, was suggeriert, dass er sich geirrt hat und deswegen zurücktreten müsste. Also losgelöst von der Realität. Ganz, ganz bitter. Ja, ich habe heute das Bundespressekonferenz-T-Shirt an. Und all das würde ich gerne auf der Bundespressekonferenz fragen. Würde auch den Herrn Lauterbach direkt fragen, warum er das entstellt. Aber Sie wissen, ich wurde ausgeschlossen. Phänomenal in meinen Augen. Aber ich wehre mich dagegen. Ich hoffe jetzt, dass bald schon der Schriftsatz vom Anwalt kommt, der ans Gericht geht. Ich freue mich, wenn Sie mich da unterstützen bei diesem Kampf, weil ich kriege keine GEZ-Gebühren und alles, auch die ganze Seite, die ganze Arbeit, nur dank Ihrer Unterstützung möglich. Umso wichtiger
ist das Danke, dass Sie zugeschaut haben und hören Sie nicht auf zu hinterfragen. Hören Sie nicht auf, kritisch zu sein. Und gerade bei jemandem wie Karl Lauterbach, ich habe den ja persönlich erlebt, auch in der Bundespressekonferenz. Und mein erster Gedanke ist oft bei Menschen, wenn ich die sehe, würde ich in einem Restaurant essen, wenn ich den als Koch sehen würde, oder würde ich da einen Gebrauchtwagen abkaufen? Ich sage meine Antworten, meine Schlussfolgerungen, zu denen ich gekommen bin, bei dem Treffen mit Karl Lauterbach jetzt nicht, weil ich da diplomatisch bin. Ich denke, Sie können es sich selber denken, was meine Schlussfolgerung ist. Ich war heute richtig kurz, 5 Minuten und 42 Sekunden ist für mich fast ein Rekord. Schauen Sie wieder rein. Alles Gute. Danke. Ciao. Wir sehen uns auf. Hi, Schuster. Hi, Schuster.